Girl, stop, finish your food. Way too hungry to be dealing with you. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal ein etwas anderes Video und zwar haben mich so viele angeschrieben, ob ich nicht ein Video dazu drehen könnte, wie man so eine Reise wie nach Bali, die ich kürzlich ja gemacht habe, organisiert, wie man vielleicht auch ein bisschen Geld spart, was man so gesehen haben sollte auf Bali und einfach so rundum allgemeine Tipps darüber. Und deswegen drehe ich heute dieses Video. Also ich werde euch Tipps geben, wie ihr ein bisschen Geld sparen könnt, beziehungsweise wie ihr diesen Urlaub einfach so günstig, wie es möglich ist, bekommt, was ihr gesehen haben solltet und was auch allgemeine Tipps sind, allgemein für eine Reise, die etwas weiter weg ist, aber auch speziell für Bali. Und ich würde sagen, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video und ich hoffe, ich kann euch weiterhelfen. Ich habe mir übrigens mega viel dazu aufgeschrieben und die erste Kategorie ist Geld sparen bzw. die Organisation von so einer Reise, die etwas weiter weg geht, sage ich jetzt mal. Also nicht so eine Mallorca-Reise, sondern sowas wie Bali, was wirklich irgendwie auf der anderen Hälfte der Erde liegt. Der erste Tipp, um Geld zu sparen, ist: Bucht euren Flug früh genug. Ich habe meinen Flug, glaube ich, kurz vor Weihnachten gebucht. Das ist auch schon relativ spät, muss ich sagen. Aber ich habe mich da einfach erst dazu entschieden, nach Bali zu fliegen. Und ich habe für meinen Flug 650 Euro, glaube ich, gezahlt. Und meine Schwester hat den Flug 2 Wochen, bevor wir geflogen sind, gebucht und hat 900 Euro gezahlt. Also ihr seht, 250 Euro Unterschied. Das ist echt heftig, finde ich. Vor allem, was könnte man mit diesen 250 Euro alles machen? Also im Endeffekt war es ihr natürlich wert, das Geld zu zahlen, aber es wäre natürlich cooler gewesen, wenn sie den gleichen Preis bezahlt hätte wie ich, weil es viel günstiger geht und wenn wir noch früher gebucht hätten, dann wäre es bestimmt noch günstiger gewesen. Also wenn ihr so eine Reise plant, dann plant die weit im Voraus, um einfach so viel Geld wie möglich zu sparen, weil wenn ihr kurzfristig Dinge bucht oder auch dazu kauft, wird es immer teurer, als wenn ihr das weit vorher macht. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, wie man überhaupt günstige Flüge finden kann. Und ich benutze immer, wenn ich Flüge buche, auch als wir nach London geflogen sind, als ich Sabrina die London-Reise geschenkt habe, ich benutze immer die Seite Skyscanner. Die hat mir damals eine Freundin empfohlen und da gebt ihr einfach euer Ziel ein, wann ihr fliegen wollt oder um welchen Kreis ihr ungefähr fliegen wollt, welchen Zeitraum. Und dann werden euch die günstigsten Flüge angezeigt. Das ist so eine gute Seite. Ich benutze die seitdem immer und habe die auch für den Flug benutzt und ich liebe diese Seite einfach. Ich werde euch übrigens alle Links zu den Seiten und auch zu unseren Hotels und Airbnbs werde ich euch in die Infobox verlinken. Da könnt ihr sofort draufklicken, dann müsst ihr das nicht extra suchen. Aber Skyscanner ist wirklich eine super gute Seite, die benutze ich immer und kann die jedem weiterempfehlen, weil man einfach auf einen Schlag sieht, was ist günstig, was ist vielleicht von der Flugzeit her besser, weil da gibt es natürlich auch Unterschiede. Also die kann ich euch auf jeden Fall weiterempfehlen. Wir sind übrigens mit der Fluggesellschaft Emirates geflogen. Also es gab mega viele Fluggesellschaften, die diesen Flug nach Bali gemacht hätten. Es gab auch Direktflüge, es gab aber auch Flüge, da musste man zweimal umsteigen oder so und so lange am Flughafen warten. Wir haben uns im Endeffekt für Emirates entschieden, einfach weil ich bin noch nie mit Emirates geflogen, aber ich habe schon sehr viel Gutes über Emirates gehört. Und jetzt, nachdem ich mit Emirates geflogen bin, würde ich auch jederzeit wieder damit fliegen, weil es eine extrem gute Fluggesellschaft ist. Also es ist meiner Meinung nach mit Lufthansa vergleichbar. Und mir war es wichtig, bei so einem langen Flug eine Fluggesellschaft zu haben, der ich vertraue, bei der ich weiß, sie ist gut und der Service ist gut. Einfach weil ich will bei so einer langen Reise nicht Defizite bei einem Flug haben, weil ich mich rundum wohl fühlen möchte und deswegen haben wir uns für Emirates entschieden, für jeden, den das interessiert. Außerdem ist bei so einer Reise ganz, ganz wichtig, dass ihr eine Reiserücktrittsversicherung mitbucht. Ihr wisst nie, was passiert und vor allem auf Bali ist es ja momentan so, dass ein Vulkan am Brodeln ist und er wird auf jeden Fall ausbrechen. Also man hat mir gesagt, irgendwie innerhalb des nächsten Jahres soll er eigentlich auf jeden Fall ausbrechen. Und wenn er ausbricht, dann können natürlich keine Flugzeuge mehr landen, dann ist da Ausnahmezustand. Und dann kriegt ihr euer Geld nicht zurück, wenn ihr keine Reiserücktrittsversicherung habt. Oder wenn ihr krank seid oder wenn sonst irgendwas in der Familie passiert und ihr nicht fliegen könnt, dann ist es bei so einer großen Reise und dadurch auch teureren Reise wahnsinnig ärgerlich, wenn ihr das Geld nicht zurückbekommt. Deswegen investiert die paar Euro in eine Reiserücktrittsversicherung. Selbst wenn ihr sie nicht braucht, ihr seid damit auf der sicheren Seite. Also bei solchen Reisen würde ich immer eine Reiserücktrittsversicherung abschließen. Kommen wir jetzt zur Unterkunft auf Bali. Ich muss dazu sagen, an sich ist eigentlich nur der Flug nach Bali teuer gewesen, weil das Leben und das Essen dort
wahnsinnig günstig ist. Also wir haben zum Beispiel die zweite Unterkunft, waren wir 3 oder 4 Nächte, ich bin mir nicht mehr genau sicher, zu viert und haben dafür insgesamt 300 € bezahlt. Das heißt, für diese 3 oder 4 Nächte hat jeder weniger als 100 € zahlen müssen und es war eine riesige Villa mit Pool und eine Top-Lage. Viele haben mich gefragt, wie kannst du dir so einen Urlaub leisten? Klar, der Flug ist teuer, aber der Rest ist eigentlich echt günstig und man kann natürlich auch noch günstiger reisen, indem man, keine Ahnung, Couchsurfing oder sowas macht. Wir wollten halt ein Hotel und dann noch ein Airbnb dazu, aber das ist natürlich jedem selbst überlassen. Also da kann man auch nochmal mehr Geld sparen. Ich muss dazu sagen, Sabrina hat sich um die Unterkünfte gekümmert, weil ich Prüfungsphase hatte und mich nicht darum kümmern kann. Allgemein ist es so, wenn Sabrina und ich in Urlaub fahren, ich buche die Flüge und sage, wann wir gehen und Sabrina kümmert sich um den Rest. Also um Transfer, um Unterkunft, alles so. Ja, aber auf jeden Fall, ich habe sie jetzt mal gefragt, wie sie das gebucht hat und wo sie das gebucht hat. Also die erste Unterkunft, das war ein Hotel, da waren wir in Ubud. Das ist nicht am Meer übrigens, deswegen würde ich euch da auch empfehlen, einen Pool dazu zu nehmen. Also ein Hotel, was einen Pool hat auf jeden Fall. Sollte aber, glaube ich, auch eigentlich fast jedes Hotel haben. Und das hat sie über Expedia gebucht. Und das erste hieß Perviti Bismar 2, werde ich euch natürlich auch in der Infobox verlinken. Es haben einfach sehr viele gefragt, wie die Unterkünfte genau hießen. Deswegen dachte ich mir, sage ich euch das auch genau. Und das zweite haben wir über Airbnb gebucht und das hieß Villa Kammer. Also das war dann eine Villa mit einem Pool und es war eine Toplage am Strand und es war wirklich wahnsinnig schön. Ich würde euch aber empfehlen, wenn ihr irgendwas buchen wollt, lest euch die Bewertungen durch. Das ist super wichtig. Die Bilder, ein Kumpel von mir war da auch schon mal und die Bilder sahen super schön aus. Im Endeffekt waren aber wahnsinnig viele Tiere und Schmutz in diesem Airbnb. Also lest euch die Kommentare durch und wenn da auch nur ein negatives Kommentar steht, was euch wirklich abschreckt, dann sucht euch was anderes. Also die zwei, bei denen wir waren, kann ich super weiterempfehlen. Es war sauber, es war nicht irgendwie, dass Haare auf dem Kissen lagen oder sonst was. Also wir haben uns super wohl da gefühlt. Die Bewertungen waren auch gut und vor allem das Hotel, die Leute waren so nett, das war perfekt. Also wir haben auch eine positive Bewertung dagelassen, weil das wirklich ein Traum war. Und falls ihr jetzt noch ein bisschen mehr Geld sparen wollt, habe ich einen super Tipp für euch. Und zwar hat mich Booking.com angeschrieben. Über die Seite habe ich auch schon öfter Unterkünfte gebucht und ich war immer zufrieden damit. Und ich habe jetzt einen 25 € Gutschein für euch. Also falls ihr Lust habt, klickt einfach auf den Link, den ich euch in der Infobox verlinke. Da kriegt ihr 25 € auf eure nächste Unterkunft, die ihr bucht über Booking.com. Und das wäre zum Beispiel auf Bali schon eine ganze Nacht. Also falls ihr Interesse habt, klickt einfach da drauf. Und spart ein bisschen Geld bei eurer nächsten Reise. Außerdem noch vielleicht ein etwas allgemeinerer Tipp. Wenn ihr auf Bali seid, dann bleibt nicht nur an einem Ort. Also macht nicht nur eine Strand-Session. Und jetzt noch ein etwas allgemeinerer Tipp. Und zwar, vor allem wenn ihr zum Beispiel auf Bali seid, bleibt nicht am gleichen Ort. Also macht nicht zum Beispiel nur einen Strandurlaub. Bali ist so wunderschön, die Natur und alles ist wahnsinnig faszinierend. Deswegen waren wir zum Beispiel erst in Ubud, das war nicht am Strand und danach sind wir nach Uluwatu gefahren. Da war fast direkt, also wir sind 10 Minuten zum Strand gelaufen, also das war perfekt. Wir hatten quasi beides so Adventure-Urlaub und auch ein bisschen Strand dazu. Das fand ich mega wichtig, dass wir nicht nur am Strand liegen, sondern auch ein bisschen was sehen. Aber ja, das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, weil es wäre sehr schade, wenn ihr auf Bali seid und nur den Strand seht, aber ich glaube, das wisst ihr auch selber. Jetzt kommen wir zu etwas allgemeineren Tipps und zwar haben mich zum Beispiel super viele gefragt, gegen was man sich denn impfen lassen muss, beziehungsweise gegen was wir uns impfen lassen haben, bevor wir nach Bali geflogen sind, weil natürlich muss man da ein paar Impfungen vielleicht auch nachholen oder neue dazu machen, weil das natürlich was ganz anderes ist dort und ich habe mal gegoogelt, was man für Impfungen braucht, weil wir hatten eigentlich schon alle Impfungen, die man braucht, außer Hepatitis A, das haben wir uns noch vorher impfen lassen und deswegen habe ich mal gegoogelt, was man sich da so impfen lassen sollte und zwar ist das Diphtherie, Tetanus, Polio, Masern und Hepatitis A und für Risikogruppen zusätzlich Hepatitis B und Tollwut. Also Tollwut, die Impfung hatten wir glaube ich nicht, aber ich meine, man kann ja auch darauf aufpassen, dass man nicht von irgendwas gebissen wird. Aber die anderen Impfungen sind wirklich super wichtig und die solltet ihr auf jeden Fall haben, wenn ihr in so ein Land allgemein reist, nicht nur nach Bali, sondern den asiatischen Bereich allgemein, würde ich sagen.
Dann ein weiterer Tipp, den wahrscheinlich schon viele von euch wissen, aber ich wollte es einfach trotzdem nochmal sagen zur Sicherheit, damit es auch wirklich jeder weiß. Und zwar solltet ihr das Wasser, das Leitungswasser dort weder trinken noch zum Zähneputzen benutzen. Sabrina hat es manchmal auch aus Versehen zum Zähneputzen benutzt, aber es ist halt wirklich nicht gut, einfach weil die einen anderen Standard haben, was die Wasserwerte angeht. Und man kann sich da sehr, sehr viel einholen. Wie nennt man das? Ihr wisst schon, was ich meine, wenn man das Leitungswasser da trinkt oder sonst was. Und deswegen solltet ihr auch keine Tomaten oder Gurken dort essen, weil die natürlich mit dem Wasser dort gewaschen werden. Ich habe auch mal einen Burger gegessen, auf dem Gurken waren und Tomaten und ich bin nicht gestorben. Aber sicher ist sicher, man muss es ja dort nicht machen und deswegen versucht vielleicht einfach darauf zu achten. Der Flug nach Bali war insgesamt bei uns 15 Stunden lang. Also wir sind erst nach Dubai geflogen, 6 Stunden lang und dann noch 9 Stunden nach Bali. Und ich persönlich habe schon relativ viele Langstreckenflüge hinter mir, aber das war wirklich insgesamt der längste Flug, den ich jemals hatte. Und deswegen habe ich mir vorher auch Thrombosestrümpfe gekauft. Gerade wenn ihr die Pille nehmt und vielleicht auch noch Rauch dazu, ist das Thromboserisiko einfach unwahrscheinlich hoch, wenn ihr fliegt. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe trotz der Thrombosestrümpfe auf dem letzten Flug extreme Arm- und Beinschmerzen bekommen. Das habe ich öfter auch schon so, aber im Flugzeug ist es natürlich nicht so witzig, wenn das passiert. Deswegen, falls ihr schon vielleicht auch in der Familie Thrombose hattet oder die Pille nehmt, zieht solche Dinge einfach an. Ich sag's euch, sie sind nicht attraktiv, sie sind nicht bequem und ihr schwitzt in den Dingern irgendwann eventuell auch. Aber es ist einfach, finde ich, wichtig, dass man darauf guckt, dass da nichts passieren kann, gerade wenn man sehr, sehr lange fliegt. Wenn ihr jetzt nur einen 5-Stunden-Flug habt, dann ist das, glaube ich, kein Ding. Da habe ich auch noch nie Thrombosestrümpfe getragen, aber bei so einem langen Flug ist das, glaube ich, gar nicht so eine verkehrte Idee. Meine Thrombosestrümpfe kann ich euch auch in der Infobox verlinken. Ja, die waren wirklich schrecklich. Also mich hat auch jeder komisch angeschaut, weil ich die Dinger anhatte. Also unter der Hose hat man sie halt gesehen, aber ist auf jeden Fall gut und trinkt auf jeden Fall viel auf dem Flug. Ich habe früher immer den Fehler gemacht, dass ich gar nichts während dem Flug getrunken habe. Und das ist einfach, wenn man, keine Ahnung, Thromboserisiko hat, ist es sehr, sehr blöd, das nicht zu machen. Deswegen habe ich mir jedes Mal, wenn die Frau gekommen ist und mir Trinken angeboten hat, 2 oder 3 Getränke gleich geben lassen. Also da gehe ich lieber 30 Mal aufs Klo, bevor da irgendwas passiert. Passt da wirklich auf. Thrombose hat man schneller, als man schauen kann. Also, ja. Auch wenn ihr alle Impfungen habt, die empfohlen werden, ist eine Auslandskrankenversicherung, gerade wenn ihr auch vielleicht ein bisschen länger im Ausland unterwegs seid oder in solche Länder reist, wahnsinnig wichtig. Ihr wisst nie, was passiert und es kann mega teuer werden. Wenn euch da was passiert und ihr ins Krankenhaus müsst, dann seid ihr so schnell so viel Geld los, glaubt mir. Und deswegen schließt auf jeden Fall eine Auslandsversicherung ab, bevor ihr so eine Reise macht. Weil man weiß nie, was passiert und man wünscht sich zwar nicht, aber wenn was passiert, dann will man ja auch irgendwie abgesichert sein, dass man das auch zahlen kann, weil ich glaube, das kann sehr schnell verdammt teuer werden. Und für kleinere Dinge natürlich eine Reiseapotheke, also ich glaube, das weiß auch jeder, dass man immer eine kleine Reiseapotheke für Magenprobleme oder falls man sich auch erkältet, was im Flugzeug auch wahnsinnig oft passiert, mitnehmen sollte, also eine Reiseapotheke und eine Auslandskrankenversicherung, dann seid ihr völlig abgedeckt mit den Impfungen natürlich dazu. Und da braucht ihr euch gar keine Sorgen machen, dass irgendwas gesundheitlich passiert. Außerdem solltet ihr, wenn ihr zumindest auf Bali seid, aufpassen, wenn ihr euch einen Roller mietet. Also wir haben es uns nicht getraut, weil der Verkehr einfach Wahnsinn war. Also ich weiß nicht, wie viele Roller da auf der Straße unterwegs waren und jeder ist irgendwie kreuz und quer gefahren. Und ich dachte mir wirklich die ganze Zeit, Leute, wie könnt ihr das überleben? Also der Verkehr ist da wirklich krass, deswegen haben wir uns keinen Roller gemietet, also falls ihr sowas macht, passt da auf und fahrt auf jeden Fall mit Helm. Uns ist auch mal einer, also es gibt keine Gehwege auf Bali und wir sind dann, mussten wir natürlich die Straße entlang laufen und ein Rollerfahrer hat uns nicht gesehen und ist in uns reingefahren, also er hat Sabrina zum Glück nur gestreift, aber ihn hat es richtig gemault. Sabrina sagt das Wort, ihr seid im Urlaub immer deswegen. Auf jeden Fall, ja, er hatte keinen Helm auf und seine kompletten Arme, alles war aufgeschürft und es hätte viel schlimmer enden können. Also tragt bitte einen Helm, wenn ihr sowas macht. Außerdem solltet ihr in solchen Ländern immer beim Preis runterhandeln. Also die Regel ist ungefähr die Hälfte des Preises anzugeben, wenn sie sagen 60.000, dass ihr dann sagt, nee, 30.000 oder so. Meistens ist es bei uns so gewesen, wenn sie einen Preis gesagt haben, den wir nicht zahlen wollten, haben wir gesagt, ja, nee, okay, das ist uns zu viel, dann trotzdem danke und wollten gehen.
Und plötzlich haben sie genau den Preis angenommen, den wir gesagt haben. Klar, die Leute müssen da auch Geld verdienen. Und irgendwie tut es mir auch leid, dass man so runterhandelt, weil die Leute da eh nicht so viel haben. Aber wenn ihr Geld sparen wollt, dann versucht zu handeln. Die Leute werden immer darauf eingehen. Und auch ein wahnsinnig wichtiger Tipp fürs Ausland ist, nehmt eine Kreditkarte mit. Sabrina und ich haben uns wahnsinnig verschätzt, was die Kosten anging. Und wir sind, glaube ich, jeden Tag zum Geldautomaten gegangen, um neues Geld zu holen. Und ich glaube, mit einer normalen Bankkarte, ich weiß nicht, kann man damit Geld im Ausland abheben? Auf jeden Fall, wenn man es überhaupt kann, dann kostet es wahnsinnig viel Geld. Und mit einer Kreditkarte geht es einfach viel entspannter. Und ja, deswegen habt immer eine Kreditkarte dabei. Weil sicher, ist es blöd, wenn ihr plötzlich ohne Geld dasteht. Und im Urlaub verschätzt man sich sehr, sehr oft, was die Kosten angeht. Deswegen ist eine Kreditkarte Gold wert. Und jetzt kommen wir noch zu Tipps, was man speziell auf Bali gesehen haben sollte. Natürlich, ich bin kein Reiseführer. Ich weiß nicht alles, was es auf Bali so gibt. Wir waren nur 10 Tage dort und haben deswegen auch nur die Dinge gemacht, die wirklich im Internet standen, was man wirklich gesehen haben sollte. Und zwar ist das zum einen die Reisfelder oder Teeplantagen. Eine Freundin von uns haben sich die Teeplantagen angeschaut und haben gesagt, das war Wahnsinn, das war das Beste, was sie dort gesehen haben. Wir waren bei den Reisplantagen und das war wirklich auch mega cool. Wir hatten leider nicht so viel Zeit, um wirklich durchzulaufen, aber allein das zu sehen, wie das aufgebaut ist und wie systematisch das gemacht ist und dass alles außenrum einfach so wunderschön grün ist, war wirklich toll. Also da konnte man auch essen, also so kleine, wie so Aussichtsplattformen gab es da, wo man essen konnte und das war mega schön. Es gab auch so eine riesige Swing-Schaukel und also es war wirklich sehr, sehr cool und ich finde, das sollte man auf jeden Fall gesehen haben, wenn man auf Bali mal war. Außerdem finde ich, dass man, wenn man auf Bali ist, mindestens einen Tempel sich anschauen sollte. Der Uluwatu-Tempel soll wahnsinnig schön sein, da waren wir leider nicht, wir waren bei einem anderen Tempel, weil wir so eine Tour mit einem Fahrer gebucht hatten. Das ist übrigens auch mega gut, weil der hat uns den ganzen Tag rumgefahren und er ist halt ein Einheimischer gewesen. Wir haben wahnsinnig viel mit ihm über seine Religion und seinen Glauben gesprochen, weil das Erste, was mir aufgefallen ist, als ich nach Bali gekommen ist, dass die Leute alle so einen starken Glauben haben und dreimal am Tag beten, dreimal am Tag Opfergaben rauslegen, aber das könnt ihr auch alles nachlesen. Also es war auf jeden Fall mega interessant, auch so einen Tempel mal zu sehen. Sowas sollte man sich auf jeden Fall anschauen, weil ich finde die Religion einfach wahnsinnig interessant, die dort vertreten ist und deswegen vielleicht auch einfach mal sich mit Einheimischen darüber unterhalten. Ich glaube, die reden wahnsinnig gerne darüber, zumindest war das bei unserem Fahrer so. Also er hat auch die ganze Zeit gesagt, wenn wir Fragen haben, wir können ihn alles fragen und er hat uns dann auch über unsere Religion gefragt und es war einfach wahnsinnig interessant und ja. Außerdem gibt es eine Vulkantour, die man auf Bali machen kann und zwar läuft man da um 3 oder 4 Uhr nachts los und läuft auf einen oder wandert auf einen Vulkan und sieht von diesem Vulkan aus den Sonnenaufgang. Wir wollten das unbedingt machen, aber dadurch, dass wir dann, dass noch zwei Freundinnen dazugekommen sind und wir das zusammen machen wollten und dann haben sie es aber doch nicht gemacht und so weiter und so fort, hat es leider nicht geklappt, weil wir am nächsten Tag schon zu einem anderen Ort gefahren sind. Das bereue ich mega, aber es war auf jeden Fall nicht mein letztes Mal auf Bali, deswegen werde ich das auf jeden Fall irgendwann nochmal in meinem Leben machen. Aber jeder empfiehlt einem, dass man das machen soll und dass es der schönste Sonnenaufgang ist, den man überhaupt mal sieht. Also falls ihr die Möglichkeit dazu habt, macht das bitte unbedingt und schickt mir eventuell Bilder, falls ihr das macht. Wenn man Kaffee und Tee mag, gibt es da auch eine Teeplantage mit einer Kaffeeverkostung. Die Freundinnen, mit denen wir gereist sind, haben das gemacht und sie mögen halt Kaffee und Tee. Deswegen hat denen das wirklich mega gut gefallen. Sie waren total begeistert. Wir persönlich, also Sabrina und ich, trinken nicht wirklich viel Kaffee. Und deswegen war das jetzt nicht unsere Priorität, das zu machen. Also es ist natürlich auch immer eine Sache von euren Interessen, was ihr dann machen könnt. Deswegen, falls ihr so eine Reise plant, googelt auf jeden Fall auch, was ihr machen könnt. Da werdet ihr noch viel mehr finden, als ich euch hier empfehle. Und was ihr auch noch machen könnt, wenn ihr in Ubud seid, ist zum Monkey Forest zu gehen. Also wir sind immer hingelaufen, weil der 10 Minuten von uns entfernt war. Ich bin nicht unbedingt ein Fan so davon gewesen, weil die Tiere ja eigentlich wilde Tiere sein sollten, aber dort halt irgendwie, keine Ahnung, auf Menschen getrimmt werden. Das fand ich so ein bisschen kritisch anzusehen und ich hatte, um ehrlich zu sein, auch Angst vor den Affen. Wer meinen Vlog gesehen hat, der hat das wahrscheinlich auch gemerkt. Aber es ist trotzdem eine interessante Erfahrung, Affen mal zu sehen und auch auf sich draufklettern zu haben. Es ist halt immer so ein moralisches Ding, keine Ahnung. Also wir sind drinnen gewesen. Ich muss da jetzt nicht unbedingt nochmal rein, aber es ist natürlich cool, sowas mal gesehen zu haben.
Ja, aber da solltet ihr auch aufpassen, schaut den Tieren nicht direkt in die Augen oder fasst sie nicht von euch aus an, weil dann werden die aggressiv. Und ich hatte eine Auseinandersetzung mit einem Affen und das war nicht so cool, deswegen passt da wirklich auf. Und wenn ihr dann, wie wir zum Beispiel, noch zu einem Strand fahren, wir waren ja in Uluwatu, das habe ich euch auch schon gesagt, dann besucht auf jeden Fall einen Beach Club. Also wir waren im Single Fin Club, im VIP-Bereich sogar, war mega cool und es war wahnsinnig schön, die Sonne im Meer untergehen zu sehen. Es war eine tolle Atmosphäre, es war eine tolle Musik, also sowas finde ich auch wahnsinnig cool. Wir haben dort gegessen und es war wahnsinnig cool, dort den Abend zu verbringen. Also sowas, finde ich, sollte man auch mal gemacht haben. Und das war es jetzt auch schon von meinen ganzen Informationen, die ich euch über Bali oder allgemein solche Reisen erzählen kann. Ich hoffe, ich habe euch nicht ein bisschen überfordert mit meinen Informationen. Ich wollte einfach alles, was ich weiß, in dieses Video packen, weil mich wirklich so viele angeschrieben haben und gefragt haben, wie wir das organisiert haben, was man sehen muss und so weiter und so fort. Deswegen hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video weiterhelfen konnte. Und falls ihr so eine Reise macht, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Es ist wahnsinnig schön. Es ist die schönste Reise gewesen, die ich bis jetzt in meinem Leben gemacht habe. Und deswegen, ja, viel Spaß bei eurer Reise und vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!